Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stoneheart. Eine weitere Folge. Und wo waren wir? Da hinten waren wir im Einzäunen. Oh ja. Da kam jemand mit Fenstern. Boxen und Behälter. Nö. Boah. Gerade einen kleinen Schock gehabt. Irgendwie habe ich immer wieder Fehler bekommen. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Nochmal, denn ich konnte eben nicht mehr speichern. Jetzt konnte ich zum Glück speichern. Das wäre echt ärgerlich gewesen, weil ich in einer Aufnahmesession bin noch. Ich muss die Melonensamen finden. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die bei Kochzutaten drin? Ne, hier ist Holz. Also kann es eigentlich nur... Da. Wie setzt man die? Wassermelonsamen. Man muss ja dann auf das Feld klicken. Ah, Moment. Dann lege ich doch erstmal ein Feld an. Vier, da, blub. So. Nö. Zack. Brach. So, jetzt warten wir mal, bis das hier umgehakt worden ist. Oder kann ich es jetzt schon setzen? Hä? Wie setzt man denn die Melonensamen? Oder das Feld muss doch erst angelegt werden. Wir machen hier mal fast forward. Ganze Dorf brennt. Ah, jetzt wird erstmal geschlafen. Mache ich noch Betten fertig? Ne, nur sieben. Sieben durchschnittliche Betten. Wir haben überhaupt nicht genügend Betten für die ganze Mannschaft. Ah ja, sieben Stück. So, das schieben wir nach oben hin. Und dann kann ich ja derweil die Zäune noch setzen. Da hat jemand, die muss ich wegmachen. Ich setze jetzt erst schnell die Zäune und dann gehe ich dahinter und mache hier Gewalt! Nein. Oh. Kann ich nicht. Tut mir leid. Oh, doch kann ich. Langt eh nicht. So, Tor. Das Tor zu unserem Gehege. So, dann machen wir einen hübschen Zaun weiter. Guck mal, hier ist lang sogar. Wenn du mal aus der Lücke rausgehen würdest, junge Frau. Reingebackt. Was ist hier los? Ah, jetzt unterhalten sie sich. So, jetzt machen wir hier mal wieder aufs Langsam. Okay. Ach, die spielt Musik. Ich denke, was ist denn dieser nervige Pfeifton? Aha. Okay. So, wir haben das Feld fertig. Jetzt probieren wir es nochmal. Die Kiste platzieren. Okay, warte mal. Und wenn ich sie platziere, dann müsste ich ja hier haben. Doch, da. Ah. Okay, ich probiere es mal. Aufs Feld? Nein. Schauen wir mal. Wie kann man Melonensamen... Oder muss man es vielleicht irgendwie erforschen? Lernen. Da steht was mit Lernen. Aber ich warte jetzt einfach mal ab.
Kann man bitte jemand die Melonen sammeln? Ah, ja. Ah, verwenden. Ah, alles klar, Alter, super. Melonensamen gelernt. So. Geile Scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dann können wir hier nochmal ein Licht platzieren. Katzensamen. Dann müssen wir das da genauso machen, wa? Eine schöne goldene Laterne. Für unseren Garten. Können wir hier noch eine setzen. Und da noch eine setzen. So. Und klingt wie so ein Feuerwerk, ne? Schön. So, dann werden hier Fischkopf ist Trapper Level 3. Sehr gut. Und ich bitte nicht wieder umbringen lassen, sonst haben wir echt ein Problem. So, der Garten ist fertig für die Hühnchen. Das Ding können wir mal mitnehmen. Das muss ja nicht da drin sein. Was stellt er denn eigentlich her gerade? Zäune. Das können wir getrost mal abbrechen. Die brauchen wir erstmal nicht. Moment, das heißt aber, die Betten sind fertig geworden. Das heißt auch... Gildete Betten. Wo ihr euch bettet, so liegt ihr. So. Eins, zwei. Da haben wir schon, da haben wir schon. Ein güldenes Bett. Hier in die Ecke. Und dann haben wir noch 7 einfache Betten. Sehr gut. So, kurz durchrechnen. 7, 14, 21, 28. Wir haben auf jeden Fall eine Jugendherberge. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Das heißt, wir können... Moment, Weizen. Das habe ich schon umgesetzt, ne? Moment. Möhren, Rüben, Mais, Kürbisse, nochmal Mais. So, wie sieht's denn aus an der Mais, Brotmais, Omelette können wir machen. Ah, ja, 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 okay, alles cool. War nicht mir irgendwas? Maisbrot. Ach, da brauchen wir auch Eier zu. Das ist natürlich nicht so gut. Level 3. Hier müssen wir irgendwie auf den grünen Zweig kommen, was das Kochen angeht. Ah, jetzt ja. Bitte mal 20 Mehl herstellen. So, da müssen wir erstmal ein bisschen leveln. Dann können wir auch noch bessere Sachen herstellen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, Betten haben wir genügend. Also Schlafsäle kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Laternen hat hier auch jedes Haus. Jo. Und hier fehlt noch so ein bisschen. Haben wir noch Wandlaternen? Ja. Sogar hübsch. In hübsch. Zack. Zack. So. Oh, Backwaren. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ich kann doch selber kochen. Was kann ich dir denn mal verkaufen? Wart gar nicht der verkaufen, Schätzelein. Die Curvebogen. Ah, hier. So. Die 20 Tische, die ich sinnloserweise hergestellt habe. Die kann ich dir verkaufen. Kommt nicht dem nächsten Händler mit Betten? Ne, das war der, ne? Ne, das hat die abgelehnt, genau, richtig. Ja, alles klar, cool. Gut.
So, wir haben eingezäunt. Wir haben Meloden angesetzt. Wir haben die anderen Dinger gelernt. Brauche auf jeden Fall mehr Laternen. Laternen, die macht doch er, oder? Wandgebundene Holzlaterne. So. Macht Minjas. Alles klar, cool. So, wir müssen auch mal gucken, ob wir noch einen Brunnen herstellen können. Wo war denn... Ach, das gilt jetzt nicht mehr als Aufgabe. Baue ich denn jetzt einen Brunnen? Wie baue ich jetzt einen Brunnen? Ist das beim Steinmetz gewesen? Ja. Wir könnten den Schrein des Überflusses herstellen. Da brauchen wir nur zwei solche Essenskisten. Und hier brauchen wir des Gildenmeisters. Schwerer Verband, dekorative Vase und ein Wandteppich. Diese Essensspendebox, da braucht man aber echt viel Stuff, ne? Dann sollte ich vor dem nächsten Händler vielleicht doch mal gucken, ob ich da nicht doch was herstellen kann. Essensspendebox. Ach, kann man nicht, weil nicht Level. Ah, Mist. Gut. Oder auch nicht gut. Gut, da wird ja hier Mais hergestellt. Vielleicht kommen wir ja vom Level ja auch höher, ne? So, die Vase, da braucht man einen Töpfer. Aber einen Töpfer haben wir noch nicht. Das ist der Nachfolger vom Level 4 Steinmetz. Das heißt aber, wir müssen auch jemand anderes zum Steinmetz machen. Tinkerleo zum Steinmetz. Und da fehlt der Steinmeißel, wird vom Schreiner hergestellt. Dann könnte ich... Warte mal, haben wir denn überhaupt ein Level 4 Steinmetz? Moment. Steinmetz. Spielekaiser. Ne, der ist ja schon Meistersteinmetz. Das ist ja schon ein Profi seines Faches. Und da müssen wir ein Level Steinmetz und ein Töpferschneider. Wird vom Steinmetz hergestellt. What? Ein Töpfermesser. Das meint er bestimmt. Dann wird der nämlich zum Töpfer. Gott. Tja. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt hier unten mal unser Verlies noch ein bisschen ausbauen. Und zwar... Tägliches Update. Naja, das ist nicht so schlimm. Tunnelbau. So. Muss ich natürlich warten, bis das hier gegraben ist. Kommen jetzt hier langsam runter, oder? Da kommt jemand. Jetzt warten wir das nochmal ab, dass ich das hier erweitern kann. Ist hier eigentlich schon Bedrock sozusagen hier unten?
mal hier mal auf Fast Forward. Okay. So, Zimmer draus, Jungs und Mädels. Und auf jeden Fall Eisen. So. So, da haben sie auf jeden Fall was zu tun. Und dann kommen wir vielleicht auch noch ein paar Eisenbarren. So, jetzt geht's Nobby. Was war denn das eben? Irgendwas hat man eben gehört, dass jemand sich aufgelöst hat. Ah, hier hinten. Oh, wir müssen angreifen. Oh, oh, wir müssen angreifen. So, wir sammeln erstmal die Mannschaft. Erstmal in dem Bereich und dann hacken wir das Lager weg, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Wie viele Leute sind das denn überhaupt? Das ist ja der Hammer. Die habe ich viel zu lange gewähren lassen. So. Freunde der Nacht. Sammeln! Langsam. So. Numero uno. Angreifen. Zack. Oh, da sind noch welche nachgezogen. Okay. Jetzt geht's los. Oh, da muss jemand geheilt werden. So, der Boss, oder? Sehr gut. Ist nicht der Boss, der sah nur so aus. Nein! So. Die Bogenschützen sind echt... eine fiese Sache. Oh, die, ah, warte mal. Heiler, 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 Heiler. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt hier. Attacke. So, haben wir noch einen Heiler? Haben wir noch einen Heiler hier irgendwo in den hinteren Reihen? Nö. So. Sehr gut. Und da hinten noch drauf. Gibt's hier noch? Hier ist ein Heiler. Sehr gut. Und pam. Oh, gibt das Punkte? Die werden auch ganz schön stark, fällt mir gerade auf. Also, bis so ein Gegner weg ist. Wow, was ein Kampf. Sehr schön.
Zack. Sehr gut. Das war ein ganz schönes Gemetzel. Das war ein harter Kampf. Die Krieger müssen sich erstmal das... Oh. Boxen. Oh, schöne Rahmen, ne? Wirklich schöne Boxen, die kann ich auch alle herstellen. Die brauche ich nicht. Ich kann dir was verkaufen, wenn du willst. Ich kann dir zum Beispiel hier die Türen verkaufen. Kann dir die Fensterrahmen verkaufen. Ach, ich brauche eigentlich nichts. Passt schon. Ah, die Hühnchen. Oh, Chicken. Chicken. Oh, im Sonnenuntergang fressen sie. Schön. Freut mich sehr. Das läuft doch. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge von Stoneheart und unser Dorf wächst und gedeiht so langsam weiter. Das leichte Klopfen im Untergrund bedeutet, dass wir da bald neue Erze bekommen. Der Händler Spenderboxen. Ne, ich habe sie nicht gesehen. Hätte man die eventuell kaufen können, ne? Da wird Futter hergestellt. So, demnächst gibt's Chicken McNuggets. Machen wir direkt aus dem ganzen Hühnchen. Einfach Federn raus und frittiert. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir nähern uns vegetarisch. So, das Licht geht an in Synapsia Village. Das war mein Fest. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Vielleicht seid ihr mit dabei im Livestream, im Live-Let's Play. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.